Hallo Leute, heute will ich euch zeigen, wie ihr bei einem BMW, in dem Fall ist es jetzt ein E-Modell, die Kühlmitteltemperatur über das Geheimmenü. Das Wort Geheimmenü finde ich ein bisschen blöd, weil es ja gar nicht mal so geheim ist, aber über das Werksmenü ja, durchschauen könnt. Ihr macht es wie folgt: Steckt den Schlüssel rein und drückt die Zündung an. Das geht auch beim laufenden Motor und sogar auch während der Fahrt. Natürlich macht ihr es nicht während der Fahrt wegen der Sicherheit, bla bla. So, Zündung an. Wir warten, bis das ganze Gelump hier wieder aus ist. Wir fangen an. Das ist jetzt der Knopf, den ihr ausschließlich braucht. Kann ein bisschen abweichen bei dem Einser oder Dreier, aber meistens ist es eigentlich gleich. Ist auch völlig egal. 1er, 3er, 5er oder 7er BMW, die Menüs sind ähnlich alle aufgebaut. Wir drücken diesen Knopf hier, also den Kilometerzähler zurücksetzen, Kilometerzähler, Tageszähler zurücksetzen, glaube ich, heißt das ja. Den drücken wir und halten gedrückt. Halten so lange gedrückt, bis oben in der Mitte nach dem Öl und dem ganzen genau das hier aufleuchtet. Fahrgestell Nummer. Na, mal gucken, ob ich es scharf kriege. Moment. Ja, so geht's. Okay, jetzt sind wir gleich in den Untermenüpunkt 01 reingegangen, Fahrgestellnummer. Um erstmal zu sehen, wie dieses Menü überhaupt funktioniert, wie man weiterkommt oder weiterblättert, erkläre ich euch mal die Bedienung. Wenn ihr etwas länger drückt, dann kommt ihr quasi aus dem Untermenü hoch und könnt zwischen dem Menüpunkt 1, 2, 3, 4, 5 wählen. Angezeigt wird es dadurch, dass die letzten zwei Nullen durch zwei Striche ersetzt werden. Ich zeige euch das mal. Man drückt etwas länger. Jetzt sind die zwei Striche. Das heißt, man hätte jetzt weiter blättern können, wenn ich nicht lang genug gewartet hätte, bis es quasi wieder in den Untermenüpunkt 01 reingeht. Kurz gesagt, wenn wir gar nichts tun, dann ist das so, als würden wir es bestätigen mit einem Knopf. Wenn wir aber weiterklicken, dann ist das so, als würden wir ja blättern. In dem Punkt zeige ich euch jetzt mal zum Beispiel, wenn wir auf Punkt 4 blättern möchten. Wir halten kurz, länger gedrückt. Jetzt lassen wir los. Ah, das war wieder zu lange. Also nochmal drauf. Gedrückt halten. Jetzt raus und klicken. Auf Punkt 4 warten. Jetzt geht er in das Menü rein. Warum auch immer. Was war 4 nochmal? Warum er jetzt rausgegangen ist, weiß ich nicht. Ach so, ja, weil es ja noch zu ist. Es ist ja geblockt, gesperrt. Also nochmal lange drücken, kurz warten. Jetzt sind wir in dem Punkt 01. Jetzt möchten wir dieses Werksmenü auch freigeben oder freischalten. Dazu brauchen wir einen Freischaltcode. Das ist die Fahrgestellnummer, die letzten fünf Zahlen. Die könnt ihr auch aus dem Fahrzeugschein entnehmen. Die letzten fünf Zahlen brauchen wir. In dem Fall ist es die 5, dann die 6, die 7, die 6 und die 1. Daraus bilden wir eine Quersumme. Also 5 plus 6 sind 11, plus 7 sind 18, plus 6 sind 24 und plus die 1 sind 25. Die letzten, also die ersten in dem Fall hier, B6 ist es, glaube ich, genau, die ignorieren wir einfach. Ja, B6. Die ignorieren wir einfach, weil wir die nicht brauchen. Ja? Also die letzten fünf Zahlen Quersumme. In meinem Fall ist es jetzt die 25. Jetzt halten wir etwas länger, bis wir quasi aus dem Untermenüpunkt wieder raus sind und blättern auf 19. Gedrückt halten. Jetzt können wir anfangen zu blättern. Wir blättern, bis Punkt 19 kommt. Punkt 19 erreicht. Kurz warten. Da steht auch Lock on, heißt gesperrt. Jetzt drücken wir. Ja, ich war wieder zu langsam. Nochmal wieder raus. Blättern auf 19.
Wenn er in 19 reingegangen ist, also reingegangen ist in den Unterpunktmenü, müssen wir dort die 25 eingeben. Ah, das war zu weit. Ist ja ein super Vorführeffekt. Wird euch aber auch passieren. Ein paar Mal. So, jetzt sind wir drin. Jetzt können wir sofort weiterblättern, nicht so lange warten. Hier müssen wir die 25 eingeben, in meinem Fall. Was bei euch für eine Zahl ist, müsst ihr halt am Fahrzeugschein sehen oder wie ich jetzt in dem Unterpunktmenü 1. Fragestellung mal so, 25, kurz warten, jetzt sind wir wieder bei der 1. Um jetzt die Kühlmitteltemperatur abzufragen, wieder länger gedrückt, um aus dem Unterpunktmenü rauszukommen und auf die 7 gehen. Dort ist die momentane Kühlmitteltemperatur. Kurz warten. Meine momentane Kühlmitteltemperatur liegt bei 85 Grad. Moment. So. So ist das, glaube ich, ein bisschen besser. Naja. Viel besser ist es jetzt nicht geworden, aber na gut. Genau, 85 Grad. Für die Leute, die jetzt nur die Kühlmitteltemperatur überprüfen wollten, können eigentlich jetzt ausschalten. Ich gehe jetzt die einzelnen Punkte nochmal durch, die einzelnen Menüpunkte durch und sage zu denen ich selber weiß, was sie bedeuten, und zu denen ich halt nichts weiß, sage ich keine Ahnung. Wir gehen auf den Punkt 1 und fangen quasi von vorne an. Punkt 1, Fahrgestellnummer. Fahrgestellnummer, die letzten 5 Zahlen brauchen wir ja in dem Fall. Bei mir ist ja Quersumme aus den letzten 5 Zahlen 25, bei euch vielleicht was anderes. Übrigens, das ganze Werkmenü können wir ausmachen, indem wir etwas wieder sehr, sehr lange auf den Kilometerzählerknopf drücken oder Zündung ausmachen. Dann ist das auch wieder weg. So, in dem Unterpunkt 01 gibt es nochmal Unterpunkte. Ja, 01, 01, 01, 02 und so weiter. Kilometerzähler, W und T, weiß ich nicht, Wochen und Tage, glaube ich, bin ich mir jetzt nicht sicher. Keine Ahnung, was das ist. Kann ich euch nicht sagen. KI. Das ist halt der Stand, glaube ich, des Kombi-Instruments, wann es hergestellt wurde. Software, meine ich. Codierdaten, keine Ahnung, was die bedeuten. Dann sind wir wieder da. Jetzt warten wir kurz und gehen auf den Unterpunktmenü 2, KI-Test. Kann man machen, wenn man dann drauf drückt, dann überprüft der Wagen halt alle Zeiger, alle Leuchten, alle Lampen. Ja, machen wir weiter. Etwas länger halten, bis wir wieder raus sind, und dann klickern wir weiter. 3 ist, glaube ich, unbelegt. Genau, also dieser Punkt ist unbelegt. Wir halten wieder und klicken weiter. 4. Verbrauch momentan. Verbrauch, wie viel Liter er verbraucht in einer Stunde. Und das bezieht sich auch auf den momentan. Also wenn man jetzt steht im Stand, ich mach mal den Motor an. So. Das heißt, so würden wir jetzt 1 Liter in der Stunde verbrauchen. 1,5, 1,7. Ungefähr bei 1,9 sollte er sich einpendeln, oder 1,7 in dem Fall, ja. Verbrauch in Litern, meine ich. 3130 Liter. Und dann auf Kilometer gezählt, 46.000. Dann wieder Verbrauch in Litern, 1.152 Liter hat der Verbrauch auf 17.623 Kilometer. Vom Verbrauch momentan, das ist ja der, wenn man fährt, würde er da auch eher was anzeigen. Im Stand ist ja eher der andere Punkt wichtig, nämlich das in den Stunden. Dann machen wir aus, gehen wir weiter auf 5. Was war das denn jetzt nochmal? RW momentan. Bin mir jetzt nicht sicher, was das genau ist. Die letzte Fahrt vielleicht. Kein Plan. Googelt einfach mal. Es gibt bestimmt einen Schlauen, der das weiß.
So, länger halten, weiterklicken, loslassen, warten. Tank, Tank links, Tank rechts und in der Summe. Wir haben ja zwei Tankhälften, die miteinander verbunden sind. Und es gibt zwei Sensoren, einmal links ein Fühlstandsensor und einmal rechts ein Fühlstandsensor. Hier kann man zumindest überprüfen, ob beide okay sind. Wenn man den Wagen so ein bisschen hin und her wackelt, dann sieht man auch, dass sich die Zahlen so ein bisschen verändern. Der Tank ist in dem Fall voll, wie man sehen kann, und insgesamt sind das jetzt 69 Liter. Wir haben 34 und ein paar zerquetschte links und 34 und ein paar zerquetschte rechts. Tankanzahl pH. Kein Plan, ich glaube, das ist die Gesamtzahl von 69,4, also im Tank. Auch was das bedeutet ist, kann ich nicht sagen. Tankgeber links und rechts, ob sie sich verändern, wahrscheinlich. Jo, dann sind wir wieder da. So, dann gehen wir weiter auf Punkt 7. Das ist die momentane Kühlmitteltemperatur, das ist bei 86 Grad. Wenn wir weiter drücken, also einmal klicken, Außentemperatur ist bei 27 Grad. Kein Plan, was das ist. Ich glaube, so überprüft man den Sensor, den Außentemperatursensor, aber ich weiß es nicht. Umdrehung pro Minute, also wie viel Drehzahl wir haben. Ja. Keine Ahnung. Und dann sind wir ja wieder schon zurück. Punkt 8. Ja, Punkt 8 war, wenn ihr am Fahren seid, dann könnt ihr hier nachgucken, die tatsächliche Geschwindigkeit, die abweichende Geschwindigkeit. Was das für eine war, weiß ich nicht. Probiert es beim Fahren aus. Aber natürlich nicht die Sicherheit vergessen, ne? Durchschnittsgeschwindigkeit vom letzten Weg in Stunden, den gesamten Zähler da von den 47.000 Kilometern oder so. Ihr dasselbe beim zweiten, mit wie viel Stunden. Und dann sind wir auch hier mit 8 fertig. 9. Genau, 9 ist auch ein interessanter Punkt. Hier könnt ihr nämlich sehen, wie euer Drehstromgenerator, Volksmund auch Lichtmaschine genannt, ob er denn funktioniert. 14 Volt sind eigentlich super und ob da alles gut ist. Und wenn wir jetzt den Motor ausmachen, sind wir wieder bei 40. Mal gucken, ob es jetzt aus ist. Ja, wir müssen mal reingehen, lange halten. Warten. Punkt 9 war das. Ob die Batterie zum Beispiel noch in Ordnung ist. Fällt sie unter 12 Volt, 11, sonst noch was, ist es vielleicht nicht so gut. Je nachdem. Aber so kann man es überprüfen, ohne gleich irgendwie ein Multimeter an der Hand zu haben. So, machen wir weiter. 9. Punkt 10. Ah, Kilometerzähler pro Woche oder sowas. Was die ganzen Bedeutungen genau heißen, weiß ich auch nicht. Hat mich nie interessiert. Tageszähler. Sind hier irgendwie die Durchschnitte, wie viele am Tag, glaube ich, fährt oder also wie viel man am Tag gefahren ist, so dass man halt nachgucken kann, aus welchen Zahlen sich bestimmte Zahlen errechnet haben. Aber wie gesagt, nagelt mich nicht drauf fest. Da gibt es bestimmt irgendwelche Beschreibungen beim Herrn Google. Ja, hier sind die Einheiten eingestellt, ob Kilometer oder Meilen und 24 Stunden oder nicht. Und Temperatureinheit ist in Celsius. Ja, das war's. Wir gehen weiter auf 12. Ankunft, das ist, wenn man irgendwie Navi-Zeit angegeben hat, also zum Beispiel eine Route, dann zeigt er an, wann man da ankommt und welche Uhrzeit ungefähr, kann man mit dem iDrive abgleichen. Weiter auf 13. Audio, no sound.
Hier kann man testen, ob das Kombi-Instrument, ja, der kleine Lautsprecher da überhaupt noch funktioniert. In dem Fall drückt man einfach drauf und er simuliert den Blinker. Man hört dann auch den Ton. Ja, dann gehen wir weiter auf 14. Fehlerspeichereinträge, ob irgendwelche Fehlerspeichereinträge es gibt. Zeigt er hier ein, zwei oder drei, dann müsste man es halt auslesen und gucken, was es für welche sind. Gehen wir weiter auf 15. Weiß ich nicht, was das ist, kann ich euch nicht sagen. Ich hatte mal eine Beschreibung gehabt von den ganzen Unterpunkten, aber ich habe sie verpeilt und das waren Punkte, die mich nicht interessiert haben. Auch das kann ich nicht sagen. Sagt mir gar nichts. Dimmrad, wahrscheinlich irgendwas abdimmen. Kein Plan. Ich schätze mal das Abdimmen im Kombi-Instrument. Ich probiere es mal. Moment. Ich gehe mal wieder auf 16. Testen wir mal. Ja, genau. Also, das ist das Abdimmen, wenn man das Kombi-Instrument, das Licht, wenn man jetzt Standlicht angemacht hat. Und dann will man es dunkler oder heller machen, dann guckt man, ob es eine Veränderung gibt, indem ich hier am Rädchen drehe. Ah. So. Das ist das, was ich jetzt hin und her drehe und hier gibt es dann eine Veränderung. Ja. Wahnsinnig toll. Lichtschalter aus, Lichtschalter ein. Lichtschalter aus, cool, reagiert, super. So, gehen wir auf 17. Display Heights aus IO. Kann ich euch nicht sagen, was das ist. Ist der Kombi-Instrument, also der Test. Hier kann man halt gucken, ob die ganzen Fehler auch angezeigt werden, die zum Beispiel passieren können, sodass er ihn, ja, sodass er das anzeigt. Zum Beispiel das hier oder das hier. Moment, genau. Also er simuliert das vor. Das mache ich jetzt nicht mit dem Knopf, sondern das macht er von alleine. Da gehe ich halt die einzelnen Punkte durch und zeigt, dass sie noch aktiv sind, dass sie funktionieren, so dass wenn es passiert oder dazu kommt wie SOS-Ausfall, dass er das dann auch meldet. SOS ausgefallen. So, 19 wissen wir ja, das hatten wir ja schon gemacht. Damit schalten wir das Menü frei da. Hier kann man den Verbrauch, den Durchschnittsverbrauch quasi korrigieren oder anpassen, wenn er von dem tatsächlichen Verbrauch, wenn man jetzt weiß nicht, beim Tanken sich immer wieder aufgeschrieben hat, mit wie viel Kilometer, wie viel Liter man getankt hat und einen Durchschnittsverbrauch von 6,7 errechnet hat und der Bordcomputer errechnet aber 6,9, dann kann man das hier in diesem Menü anpassen. Ich persönlich habe es noch nie gemacht, weil bei mir hat bis jetzt auch immer alles gepasst. Deswegen fragt mich auch nicht, wie das genau geht. Machen wir weiter. Punkt 21, Reset, habe ich auch noch nie durchgeführt. Ich habe mal gehört, einer hat es beim Fahren gemacht, das war wohl sehr uncool, also würde ich es nicht tun. Brauche ich nicht. Weiter und dann sind wir auch schon wieder bei Punkt 1. Ja, damit wären wir bei dem E-Modell komplett durch. Das funktioniert auch bei F-Modellen. Das gleiche Prinzip. Man geht wieder rein, drückt wieder sehr lange, bis das kommt. Dann hat man ja halt quasi die letzten fünf Zahlen, genau dasselbe, Quersumme, 1 plus 6 plus 7 plus 6 plus 5. Und dann gibt man das bei 19 ein und dann hat man, meine ich, im F-Modell sogar ein paar Unterpunkte mehr. Ja, ich hoffe, ich konnte irgendjemandem helfen. Viel Spaß, probiert's aus und lasst den Reset-Knopf in Ruhe.